Tada! Herzlich willkommen, liebe Schwabenchecker-Freunde. Neues Review Skoda Enyaq Coupé RS IV. Vielen Dank vorab ans Autohaus Weber in Leonberg. Neuer Standpunkt Skoda für diesen tollen Testwagen. Es gibt natürlich nur noch Calf, Walderstadt, Herrenberg und natürlich haben sie noch Audi, Seat, VW und Cupra. Ja, wieder mal mega vielen Dank dafür. Geht mal vorbei. In Leonberg steht dieser RS. Ja, wir haben volle Hütte. Los geht's bei 63.300 Euro. Dann haben wir das Max-Paket mit dabei mit 2.000 Euro, kommen wir noch mit dazu. 690 Euro das RS-Suite-Paket und dann noch 360 Euro das Transportpaket. Und die Farbe Black Pearl Metallic 650 Euro und dann sind wir bei knapp 67.000 Euro, aber komplett voll. Ich finde, das ist brutal. Ja, ist auch nicht wenig Geld für so ein Auto, aber man kriegt sehr viel Auto. Konkurrenten kosten da teilweise 20.000 Euro mehr. Von dem her finde ich das richtig gut. Ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir hier noch lang rumquatschen. Wir gehen ganz schnell nach hinten und machen unseren Heckcheck, unseren Kofferraumcheck. Bis gleich. Kommen wir zum Heckcheck. Ich finde, schlicht, schön, unkompliziert nenne ich es mal. Ja, also mit den schönen LED-Lichtern, so wie ihr das hier auch seht, mit animierten Blinkern, alles Serie. Da müssen wir nichts extra kaufen. Ich finde auch das Skoda in Schwarz alles. Ja, ich hätte mir noch gern hier hinten das RS gewünscht, dass man so ein bisschen sieht, was wir haben oder auch nicht. was haben wir Serie? Ziemlich viel. Parksensoren, Rückfahrkamera. Rückfahrkamera auch mit Spritzanlage ist Serie. Da baue ich vielleicht noch ein kleines Video mit ein. Wie gesagt, Voll-LED-Scheinwerfer nach hinten sind Serie. Möchtet ihr mit den Parksensoren den vollautonomen Einparkassistenten haben? Habe ich extra ein Video gemacht, guckt es euch an, mega. Dann müsst ihr das Max-Paket für 2000 Euro nehmen. Dann habt ihr auch diesen 360-Grad-Scan, nenne ich mal, mit dabei. Nicht Kamera, Scan. 360-Grad-Kamera haben wir hier nicht. Was wir dann auch noch Serie haben? Halt, hier sind wir. Elektrische Heckklappe. Die müssen wir auch nicht extra kaufen. LED-Kennzeichenbeleuchtung haben wir auch, also wir haben ja Voll-LED, wir haben ja keine Birnentechnik mehr. Wie immer, Birnen, ne? Souverän. Ja, geht gleich wieder hoch, einen leichten Druckpunkt. Höher geht doch, wie hoch geht sie? Ah, wir tun sie mal ganz hoch machen, die ist eingestellt. Boah, jo, oder? Also, da gehen, was ist 2,10 Meter, 2,20 Meter, gehen da mal locker fast runter her. Respekt. Ja, wir haben eine bisschen höhere Ladekante, ist klar. Kubeform. Ja, das schluckt halt ein bisschen Ladekante. Allerdings haben wir hier trotz allem 510 Liter Ladevolumen. Und wenn wir umklappen, das machen wir jetzt mal. So, das ist ein bisschen auf Spannung, ein bisschen vordrücken. Und dann können wir hier raus, zack, und hier raus. Dann können wir das rausnehmen, alles easy. Dann haben wir eine sogenannte Fernentriegelung. Das ist das sogenannte Transportpaket, das kostet 360 Euro. Dann haben wir hier die Fernentriegelung. Dann haben wir den doppelten Boden, das sehen wir gleich noch. Und diese Cargo-Elemente hier. Da kann man zum Beispiel ja, hier was so hinbauen. Ne? Finde ich ja eigentlich ganz cool. Okay, oh, süß. Ja, dann kann man da was hinmachen und dann hebt es halt und rutscht nicht weg. Da sind diese Cargo-Elemente mit dabei. Wie gesagt, doppelter Boden und die Fernentriegelung. Finde ich eigentlich ganz geschickt. Dann muss ich nicht da drumherum rennen. Leg's mal hier rüber. Genau. Und dann müssen wir hier nur noch ziehen. Schwupp. Und hoppidi hopp. Dann haben wir 1610 Liter komplett Ladevolumen und eine, ich sag mal, relativ ebene Fläche. Ja, was haben wir denn noch? Wie gesagt, den doppelten Boden. Hier haben wir dann noch die ganzen Sachen drin. Ladekabel, können wir ein bisschen Zeugs verstauen. Finde ich auch ganz cool. Und dann haben wir hier die Tasche zum Ladekabel noch mit dazu. Also Platz haben hier noch ordentlich, wenn wir das rausnehmen. Dann geht das Ganze noch mal ein Stück runter. Also da sind wir schön variabel unterwegs. Und ich finde dann für so ein Coupé hat er doch schon recht ein ordentliches Ladevolumen. Und ich kann viel Zeugs irgendwo hinstecken. Das finde ich cool. Wie gesagt, hier noch Platz, da noch Platz. LED-Technik Serie. Dann haben wir noch eine 12-Volt-Steckdose hier. Die ist auch Serie. Anhängerkupplung Vorrichtung ist Serie. Möchte ich eine Anhängerkupplung haben, muss ich dafür 750 Euro im Zubehör in die Hand nehmen. Und dann darf ich 750 Kilo ungebremst und 1200 Kilo gebremst ein Anhänger oder noch ein kleines Wohnwägele ziehen. Stützlast 75 Kilo, Dachlast 75 Kilo.
Leergewicht knapp 2,5 Tonnen und zwischen 450 grob und 570 Kilo dürfen wir zuladen, je nach Ausstattung natürlich. Radstand haben wir knapp 2,70 Meter. Das kommt uns noch zugute, das sehen wir gleich hinten auf der Rücksitzbank. Ja, ansonsten ja, finde ich das schon gut gemacht. Hier hat es noch, also muss man schon sagen, also das ist schon robust gemacht. Ne? Also das sind richtige Haken, da kannst du richtig was ranhängen. Und dann haben wir auch noch hier unten, ja genau, Verzurösen, hier Verzurösen, hier können wir ein Netz einhängen. Ja, also es gibt da schon einige Möglichkeiten, hier nochmal vorne für Zurösen. Die Durchlade 40 zu 60 ist auch Serie, brauchen wir nicht extra kaufen. Und von dem her, also finde ich, bietet das Auto trotz Coupé-Form einiges an Variabilität. Wir haben nochmal schön was ich gerne erklären möchte. Wir haben jetzt hier mal, man sieht hier rechts, den ganzen Boden rausgenommen, dieses Cargo-Elemente, haben den Boden nach unten gemacht. Dann haben wir trotzdem noch den kleinen Boden und wir können jetzt hier, zack, wir haben hier so ein Gummi, dann können wir das hier oben einhaken und dann hebt es auch. Und es hebt dann auch, wenn wir da praktisch den doppelten Boden wieder drin haben. Somit müssen wir das nicht die ganze Zeit heben und können es da einhängen und können hier rumkruscheln, ohne dass wir uns da ein bisschen verkrampfen. Das war's schon. Jetzt ab. Seitencheck, Rücksitzbandcheck. Bis gleich. Einklappbar, einstellbar, elektrisch verstellbar, Memory, beheizt, Serie. Brauchen wir nicht extra ordern. Sunset, abgedunkelt ab der B-Säule, Serie. Ich sag mal, Keyless Entry, also ich brauche eigentlich bloß hinlaufen, weglaufen, dann schließt er sich automatisch, Knopfdruck auf, zu, drüber streicheln, an allen vier Türen, Keyless Serie. Brauchen wir auch nicht extra kaufen. Dann Ladeleistung. Schaut euch das Reichweitenvideo an mit Ladeleistung, haben wir getestet. Typ 2, Wechselstrom, 6 Stunden, 11 kW. In Kombination Gleichstrom, CCS, Schnellladen, noch okay, 125 kW. Ich denke mal, mit dem nächsten Update sollten sie das auch ein bisschen nach oben schrauben, die Ladeleistung. Dann nicht mehr ganz so up to date, aber alles so Serie, wir müssen da nicht extra CCS oder irgendwas kaufen. Wir haben einen 82 Kilowattstunden Akku brutto und 77 Kilowattstunden Akku netto. So, Klappe zu. Schöne Griffe, fühlt sich gut an. Wir können die Türen elektronisch von vorne für die Kinder verriegeln. Das brauchen wir nicht mehr mechanisch machen. Ich nehme mal kurz mein Mikrofon mit. So, auch schön warm hier drin. Rollos. Beim RS Coupé Serie, 4 elektrische Fensterheber Serie, Carbonoptik, Ambientebeleuchtung Serie, Leder Serie. Wir haben ja hier volles Programm. Wir haben ja das RS Suite Paket für 690 Euro. Dann haben wir perforiertes Leder mit grauen Nähten. Serie in diesem, ich nenne es mal Leimgrün, haben wir dann Leder und Mikrofaser. An den äußeren, also an den Seiten dann Mikrofaser. Ich sage jetzt mal Alcantara, ja, das ist Serie, wie gesagt, hier Vollleder, 690 Euro. Ganz ehrlich, oh, ich habe noch mein Mikrofon, das lassen wir gerade so hängen von dem Fahrcheck. Ich sitze hier brutal gut. Mittelkonsole mit Getränkehalter, Durchlade, alles Serie. Björn, ganz ehrlich, man hockt hier mega. Guck mal, jetzt bin ich gefahren, 1,80. Ich habe hier noch 20 cm Platz. Ich habe für meine Schuhe Platz. Ich habe hier Taschen hin. Ich kann hier hinten zum Beispiel das Handy reinstopfen. Ja? Die RS-Sitze sind Serie in dem Fall. Hier noch Kleiderhang, wo jetzt mein Kabel hängt, Serie. Panoramadach, Serie. Ja? Muss ich auch nicht extra ordern. Sitzheizung hinten, Serie. 3-Zonen-Klimaautomatik, Serie. Center-Airbag in der Mitte, auch Serie. Seitenairbags hinten, leider nicht Serie, gehören zum Max-Paket für 2000 Euro. Da ist es dann mit dabei, sollte aber eigentlich Serie sein. Isofix natürlich auch serienmäßig mit an Bord. Genau, muss ich hier so rum aufmachen. Funktioniert alles einwandfrei. Nochmal schön zum Komfort, wie ich hier sitze. Mega. Also auch die Auflage hier, wie es ein bisschen nach oben geht, das gibt einem so ein bisschen auch so eine Art Schalensitzengefühl, ja, man drückt so ein bisschen hoch, so eine leichte Mulde drin. Boah, gefällt mir sehr gut. Kopffreiheit nach oben, okay. Coupé-Form nimmt natürlich ein bisschen, Gott sei Dank, durchs Panoramadach habe ich noch ein bisschen mehr Höhe. Aber Björn, du, wird eine enge Nummer, ne? Also so 1,90, Grenze. Aber ansonsten, Raumgefühl hier, mega. Und Platz, das sind diese 2,70 Meter, was ich gesagt habe, grandios. Ach ja. Also Lüftung nach hinten Serie, dann haben wir noch Steckdose,
230 Volt, USB Typ C, auch Serie. Dieses Element hier kann ich rausnehmen, wenn ich möchte. Das ist auch Serie. Dann können wir natürlich komplett durchlaufen. Aber finde ich cool. Dann kann ich hier nämlich noch was in die Mitte hier nach als Neigruschler, eine Täschle neistellen oder irgendwas. Perfekt. Gibt es immer viel zum sagen, Björn? Wir gehen ab zu der Kommandozentrale nach vorne zum Armaturenbrettcheck. Bis gleich. Fangen wir eine Tür an. Wir kriegen auch hinten, habe ich noch ganz vergessen zu sagen, 1,5 Liter Flaschen in die Türelemente rein an der Seite. Wenn du auf diesen Punkt gehst, um die Tür zuziehen, ich finde, diesen Punkt könnte man ein bisschen edler gestalten. Jetzt haben wir da überall Carbon, Chrom, schönes Kunststoff, schönes Leder. Und dann ist dieser Griff hier so grob perforiertes Kunststoff, ja. Das ist ein kleines Detail, das könnte man noch so ein bisschen vielleicht verbessern. So mein Ding, ja. Aber ansonsten mega. Wie gesagt, die Sitze habe ich schon erklärt. Möchtet ihr, dass der Beifahrersitz auch elektrisch ist und dass ich Massage habe? Also, kannst du auch mal anmachen. Ja, dann müsst ihr das Max-Paket mit dazu nehmen. 2000 Euro, dann habt ihr den Beifahrersitz elektrisch und ich habe Massage. Serie habe ich elektrische Sitze. Das muss ich in der Grundversion sozusagen nicht extra kaufen. Apropos Grundversion, wir haben im RS als Grundpaket das Advanced-Paket mit dabei. Und das stopft natürlich schon alles voll. Das kostet in der normalen Variante, wo es bei knapp 54.000 Euro im Coupé hier losgeht, nicht ganz 10.000 Euro. Also im Verhältnis würde ich den RS nehmen. Ich habe dann auch Allrad, habe nochmal 100 PS mehr und habe hier eine geile Lounge, sage ich mal. Entschuldigung für die Aussprache, aber das gefällt wirklich. Die Sitze, so wie ihr hier seht, auch mit dem Seitenhalt, mit dem RS-Logo, das ist Serie, brauchen wir nicht extra kaufen. Diese Carbon-Optik ist auch Serie. Dann haben wir hier Leder gesteppt, dann hier einen weichen Kunststoff. Also von den Materialien her machen sie das schon ganz gut. Ja, ab und zu mal hier ein bisschen Kunststoff ist okay, ja, kann man so akzeptieren. Hier ein großes Fach LED-Technik, ja, wunderbar. Airbag on off haben wir noch. Eine sogenannte schwebende Mittelkonsole. Und das ist halt, das finde ich beim Elektroauto so schön. Du hast halt so viel Platz, um Zeug unterzubringen, ja. Das ist echt mega. Ach, was mir gerade einfällt. Wir haben noch einen Eiskratzer hinten serienmäßig mit dabei in der Tankklappe. ist mir gerade eingefallen. Egal, machen wir weiter. Ja, also hier mega viel Platz. Auch beleuchtet mit der Ambientenbeleuchtung. Schaut euch das extra Video an. Da habe ich nochmal gezeigt, was man so alles einstellen kann. Dann haben wir hier Riesenfach, wo man zwei Riesenhandys nebeneinander hinbekommt. Induktives Laden mit zwei USB Typ C unten drin. Serie. Kartenhalter. Ist jetzt hier Ladekarte. Hat auch nicht jeder hier vorne drin, ja? Steckst du hier rein, verlierst du nicht. Serie. Kannst du es aber auch rausnehmen, hast ein großes Fach oder tust es wieder rein, kannst kleinere Fläschchen reintun, fertig. Hier ein Fach. Münzenhalter. Hat auch nicht jeder. Finde ich auch gut. So kleine Details. Serie. Auto holt. Ich nenne es mal ein Shift-by-Wire, elektronische Schaltung. Drive. Dann haben wir noch den sogenannten B-Modus, One-Pedal-Modus. Und wir können über die Rekuperationstasten im D-Modus noch einmal zwei Rekuperationsstufen einstellen. Also haben wir insgesamt vier Rekuperationen. Also Drive, 1, 2, nee, 3 und den B-Modus. Ja, also insgesamt 5. Und das ist auch alles Serie so. Gut, machen wir mal hier weiter. Handschuhfach, riesig, da geht einiges rein. Ich kann das auch rausnehmen. Da ist halt bloß mein Dings drin, mein Schlüssel und mein Mikrofon, also das tue ich hier rein, kann ich hier noch klein groß, da unten ist auch noch beleuchtet sogar, mit rein tun, beledert, gesteppt, auch serienmäßig, muss ich nicht extra ordern. Ja, machen wir hier oben weiter. Heckscheibenheizung, Frontscheibenheizung, Klima, 3 Zonen, wie gesagt, Klimaautomatik ist Serie, der Touch ist gut. Das Navi ist ein bisschen langsam, der Sprachmodus funktioniert auch nicht immer so, wie ich es gerne hätte, ist noch ein bisschen grob, und bei dem Navi würde ich gerne, dass es ein bisschen schneller ist. Manchmal hinkt der Fashion Kreisverkehr. Fährst du raus, ist der noch zwei Ausfahrten zuvor. So ungefähr. Ja, das kann man auch mal ein bisschen schneller machen. Das funktioniert heutzutage. Ansonsten, der Touch funktioniert. Wie gesagt, hier Sitzheizung, alles mit dabei. Hauptmenü, schön dargestellt, Home-Taste. Ja. Also das ist echt wirklich edel gemacht. Ja, also hier haben wir doch, hier haben wir nochmal. Zack, ja, also das funktioniert wunderbar. Navi mit Update 3 Jahre ist serienmäßig mit an Bord. Der Bildschirm hier auch serienmäßig mit an Bord. Regensensor haben wir Serie, LED-Technik. Spiegel beleuchtet, auch serienmäßig. Schwarzer Himmel, auch Serie. Ja. Was ich nicht ganz so gut finde noch, fällt mir jetzt gerade ein, wir haben keine Rollo für das Panoramadach. Es ist zwar abgedunkelt, das sind aber die meisten. Aber es ist nochmal ein Ticken dunkler, das ist okay, aber wir haben kein Rollo und können es auch nicht
öffnen, aber Serie, das passt. Ja, Lenkrad in der Höhe und Länge verstellbar, leicht abgekantet, alle Serie, beledert Serie, die ganzen Knöpfe sind gut zu erreichen, rechts Assistenzsysteme, links Lenkradknopf, Sprachmodischalter, Assistenzsystemvideo, guckt es euch extra an, das Ding ist vollgestopft mit Assistenzsystem, können wir mal kurz zeigen. Also das, was ihr alles seht, ist auch alles mit dabei. Automatische Geschwindigkeitsübernahme, Spurwechselassistent, sogar Abstandsassistent, Stop-and-Go. Front Collision Warner, klar, müssen wir mittlerweile ja haben. Brutal ausgestattet, Rückfahrassistent, vollautonomes Einparken. Schaut euch die Videos an, das macht der brutal gut. Ja, links die elektrischen Fensterheber, hier noch die Außenspiegel, Lichtautomatik, Fernlichtassistent, alles mit dabei. Hier habe ich noch, hä, auch nett, einen Knopf, den siehst du jetzt nicht, Björn. Dann geht hier unten nochmal ein Fächler auf. So ein leichtes Stöffle sogar drin. Da kann man vielleicht auch was reintun, was vielleicht sonst immer rumklimpert. Dann hört man das da drin nicht. Ja. Hier noch ganzes LED, läuft komplett durch. Finde ich auch nett. Den Start-Stopp ist aus Serie, brauche ich aber nicht. Weil ich kann das alles, wenn ich einmal stark auf die Bremse drücke, geht es automatisch, automatisch an. Also ich muss nicht unbedingt hier drauf drücken. Ja. Und ausmachen geht automatisch mit Auto zumachen. Fertig. Ja. Also ja. Display hier ist auch serienmäßig mit an Bord, das kleine. Außer die Kamera, die muss ich dann wieder wegmachen, aber es sieht edel aus, wie sie fest ist, ne? Weil die hat nicht Kuben, so wie ich das wollte. Ja, ansonsten vier Haltegriffe, vier haben wir sogar, so für den Fahrer, da wo ein Mikrofon hängt. Das ist auch alles mit dabei. Ah, und wir können auch hier drin, wenn wir möchten, die Fernlenkregel geht auch richtig hoch, das ist echt übel. Und wenn ich lange gedrückt halte, geht sie auch wieder zu. Ja. Ja, das war's eigentlich schon. Björn, haben wir was vergessen? Ich glaube nicht. Ich fühle mich ja wohl, sitze wunderbar, bin da jetzt über 7,5 Stunden gefahren, hat nichts gezwickt. Von dem her, gehen wir ab zum Achscheck, noch zum Frontcheck und zum Systemcheck, sage ich mal vorne. Bis gleich. Ja, vorab nochmal vielen Dank an die Autohäuser Weber, an den Chef Herr Weber, für die tollen Autos und die tolle Kommunikation, auch immer mit den ganzen Verkäufern. Top. Ja. Was haben wir? Allrad. Wir haben hinten Elektromotor, wir haben vorne einen Elektromotor. In der Summe haben wir dann 300 PS Systemleistung. Ganzen Zahlen, Daten, Fakten kommen wir noch beim Motorcheck. Im Gegensatz zum normalen Coupé ENIAC haben wir vorne 15 mm abgesenkt und hinten 10 mm abgesenkt. Wenn ihr noch ein verstellbares Fahrwerk haben möchtet, sprich in der Härte, dann müsst ihr auch wieder das Max-Paket nehmen, das sogenannte DCC, Dynamic Chassis Control heißt das. Dann könnt ihr mit dem Fahrmodi-Schalter, der ja auch Serie ist, dann die ganzen Daten oder die ganzen Werte verstellen, auf Öko, auf Sport, wie ihr das möchtet. Im Fahrcheck werdet ihr sehen nachher, dass man das auch spürt, das Ganze. 235, 50, 20 Serie vorne auf diesen Felgen. Jetzt haben wir Winterreifen drauf und hinten haben wir 255, 45, 20 Serie. Das sind schon ein paar Schlappen. Aber hier gehen selbst die 20 Zöller unter. Ne? Hier sind so Kunststoffkappen drauf. Vorne haben wir Bremsscheiben, hinten haben wir Bremstrommeln. Mehr brauchen wir aber auch nicht mehr. Jetzt gehen wir mal vor zu dieser, ich finde, mega Front. LED-Matrixlicht. Haben wir noch ein extra Video gemacht, wie es ausleuchtet, wie es funktioniert. Schaut es euch an. Serie. Scheinwerferreinigungsanlage. Serie. Habe ich Regensensor schon gesagt? Ja, auch Serie. Oh, dieser Grill, ich finde ihn absolut sexy. Egal, manche gefällt es vielleicht nicht so, too much. Ich finde ihn mega. 131 LEDs, Crystal Face. Ist das mal gerade so schön abgegangen, wie der so glitzert? Ah, herrlich. Ja, ich mag das irgendwie, keine Ahnung. Hab da auch ein extra Video gemacht, ein sogenanntes Slot-Video, ja, auf YouTube. Könnt ihr euch angucken. Ich finde es richtig mega schön. Setzt sich so ein bisschen ab von der Masse, finde ich. Und dann ist auch so ein Lichtspiel noch mit drin. Ja, vorne Sensoren, auch serienmäßig mit an Bord. Hier unten, hier. Hier oben nochmal eine. Es ist keine Kamera, um nicht täuschen lassen. Hier hockt das Abstandsassistenzsystem noch mit drin, dass wir hier unten, haben sie gut gemacht, finde ich, eine schöne gerade Fläche haben. Hier nochmal Lufteinlässe. Also dann das ganze Emblem schwarz. Ich finde, das ist schon echt stimmig gemacht. Ja, sieht schon echt edel aus, das Ding, gell? Hat schon was. Also mir gefällt's. Jetzt würde ich sagen, von dieser schönen Front gehen wir noch ab zu den inneren Werten, zu Leistung, zu den Fahrwerten. Bis gleich. Systemcheck nenne ich es mal. Aber was wir noch haben, beheizte Waschdüsen sind aus Serie.
Und simple clever sage ich jetzt trotzdem so. Ja, du hast ja gesagt, das ist Standard. Wir haben noch einen Regenschirm in der Fahrertür. Und den Tickethalter hier unten. Das ist simple clever. Das gefällt mir. Ja. Was wir vergessen haben oder nicht mehr da ist, bin ich ein bisschen traurig. Wo ist denn unser Trichter für unser Wischwasser? Das gab es früher mal. Haben sie hier wahrscheinlich nicht mehr. Aber dafür können wir auch zum Beispiel auch den... wie heißt's? Filter. Filter, genau, danke. Rausnehmen und waschen. Ja, Ölmessstab haben wir keinen. Haha. Was haben wir für Leistung? 300 PS. Wir haben 470 Newtonmeter Drehmoment. In 6,4 Sekunden rennt er auf 100. Und Vmax sind 190, ich wollte schon 290 sagen. Ja. Und nochmal zum Akku. Wir haben 82 Kilowattstunden Akku brutto, 77 Kilowattstunden Akku netto. Und wie ist es? Wir haben eine Wärmepumpe Serie. Ha! So, brauchen wir auch nicht extra kaufen. Ansonsten der Motorraum, sage ich mal, der Elektronikraum. Kein Frunk haben wir leider. Das haben sie noch nicht mitbedacht, dass wir hier vorne was reintun können. Ich finde es einfach eine coole Sache, wenn man da auch was reinstopfen kann. Einfach das sinnvoll nutzen. Ja, ja, unspektakulär. Ich würde sagen, wir gehen ab zum Fahrcheck. Dann haben wir noch unser Fazit. Und dann sind wir schon fertig mit der tollen Kiste hier. Bis gleich. Kommen wir zum Fahrcheck-Checker, Freunde. Fahren wir mal Öko. Ja, da bewegt sich, dann neigt er sich schon ein bisschen. Gehen wir mal auf Sport. Ja, da ist es deutlich weniger. Also mit dem DCC Dynamic Chassis Control im Max-Paket 2000 Euro ist das schon spürbar. Ja? Also das ist schon brutal. Auch dann die Gasannahme ist dann schon interessant und es macht dann schon Spaß. Mit diesen knapp 6,5 Sekunden auf 100. Das ist dann schon echt eine nette Sache. Wie sitze ich hier? Wir gehen wieder mal auf Komfort. So. Lenkrad fühlt sich mega an, schöne dicke, serienmäßig mit Leder hier so perforiert, oben glatt, abgeflacht, wirklich sexy muss ich sagen, das gefällt mir gut, auch eine schöne dicke, Komfort, wie ich hier sitze, völlig chillig, sitzt dieser elektrisch verstellbar Serie, ist wunderbar nach hinten, Katastrophe, Blick, aber wir haben natürlich Rückfahrkamera, Parksensoren, von dem her völlig entspannt im Rückwärtsfahren, aber nach hinten ist wirklich, da siehst du gar nichts. Das ist echt brutal. Aber es ist halt eine Kubiform. Das kauft man natürlich mit. Ja? Jetzt gehen wir noch mal kurz auf Sport und hauen hier mal kurz einen raus. Ansonsten, ja, geben wir jetzt mal Gas. Also er zieht schon gut an. Ja? Jetzt gehen wir mal hier durch die Welle, wie er sich da aushebt. Aber völlig neutral. Und dann bremsen wir mal. Ja, aber ansonsten, boah, zieht er gut an. Das macht schon echt Spaß. Also, Bildschirm sitzt gut, recht groß, ist so ein bisschen präsent, könnte für mich so ein bisschen tiefer sitzen. Ja, der ist so rangeklatscht, aber natürlich Haptik gut. Das Navi braucht ein bisschen lange, manchmal zum Umsetzen oder zum Nachkorrigieren. Sprachmodus nicht immer so, aber ansonsten habe ich ja alles im Griff. Lenkradknöpfe kann ich gut erreichen. Hier die Schnellwahltasten, Shift by Wire, elektronische Schaltung ist gut. Also, von dem her. Habe hier sonst eine gechillte Position. Die Sitze sind mega. Seitenhalt ist gut. Oben an der Schulter ist wunderbar. Also da kann man dann schon mal schon richtig Gas geben, mal so geschwind hier. Ne? Das ist brutal. Ja, es macht schon Spaß. Also RS, ein bisschen RS ist drin, aber man merkt natürlich das Gewicht, was seinen Teil dazu beiträgt, mit 2,5 Tonnen. Aber macht schon Spaß und reicht völlig aus. Mehr braucht man nicht. Von dem her, nö, fährt sich gut. Ja, gehen wir ab zum Fazit, würde ich sagen. Bis gleich. Kommen wir zum Fazit. Also ich muss sagen, volle Hütte 66.000 Euro. Finde ich das Auto schon richtig gut. Und man hat ja gesehen, was der alles Serie hat. Im Verhältnis zum normalen Coupé finde ich den hier, wenn man die Ausstattung mag, muss man natürlich voraussetzen, ja, dann finde ich das die bessere Wahl. Und man hat ordentlich Leistung, man hat ordentlich Platz, Fahrwerte sind okay, Verbrauch, manchmal 23 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, ja, für so ein großes Ding, im Winter bei 0 Grad ist das in Ordnung, ja, schaut euch das Video an. Und ansonsten, wie gesagt, Stärken-Schwächen-Liste, mache ich wieder meine persönliche Meinung, meinen Eindruck dazu, was mir gefallen hat und was nicht gefallen hat.
Dann nochmal, wie gesagt, vielen Dank an die Autohäuser Weber für die mal wieder Bereitstellung eines tollen Testwagens. Fahr so lange, wie du willst, mach Video, Kilometer, egal. Also es ist wirklich top. Da nochmal vielen Dank nach Leonberg, Abteilung Skoda. Auch dir nochmal danke, Björn, fürs Filmen. Das war's schon. Skoda Enyaq Coupé RS IV getestet, für gut befunden, gefällt mir. Wir fahren jetzt noch ein bisschen. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann, ciao.